Willkommen zu einer neuen Folge von Softwarearchitektur als Beruf. Wer bist du? Mein Name ist Sandra Pasik. Was steht auf deiner Visitenkarte? Auf meiner Visitenkarte steht, dass ich Diplom-Informatikerin bin. Damals habe ich den Titel da ausgesucht, weil das halt ein bisschen universell ist. Aber aktuell arbeite ich halt als freiberufliche Softwareentwicklerin, bin Java-Champion und meine Schwerpunkte in meiner täglichen Arbeit ist halt einmal den Entwicklungsteams halt bei der Entwicklung zu unterstützen, hauptsächlich Java-Backend-Entwicklung, aber ich helfe auch, um deren Entwicklungsprozesse zu automatisieren. Also DevOps, Continuous Integration, Continuous Delivery, also das, was so, wenn man jetzt Buzzword-Bingo spielen würde. Da aber die IT-Branche recht langlebig ist, also ich mache schon was anderes, als ich vor 10 Jahren gemacht habe, passt eigentlich der Titel auf die Visitenkarte Diplom-Informatikerin eigentlich ganz gut. Wie bist du da hingekommen? Ich glaube, am wichtigsten ist halt wohl, dass ich irgendwann mal einen Computer mir geholt hatte. Ich habe lange mit meinen Eltern darum angefleht, dass wir einen Computer anschaffen. Das wurde auch dann irgendwann auch gemacht. So wurde es zum Hobby. Und auch während der Schulzeit, wo ich meine Leistungskurse in Informatik und Mathematik gewählt habe, war es eigentlich schon fest, dass ich halt nach dem Abitur Informatik studieren würde. Also eigentlich so eine klassische IT-Karriere, würde ich mal sagen. Ja, dann bin ich halt in den Beruf, in eine Qualitätssicherung angestiegen und der Rest hat sich dann halt sich so aus Gelegenheiten halt ergeben. Was hat dich zuerst in den IT-Bereich hineingezogen? Ich habe angefangen als eine Qualitätssicherung, weil ich mir das spannend war, halt Software zu testen und zu gucken, ob die auch so wirklich das tut, was man soll und halt auch mal über den Tellerrand zu schauen. Doch irgendwann hat mich das in die Entwicklung gezogen, denn diese Feedbackschleifen mit der Entwicklung fand ich immer recht mühselig, sodass ich mir immer gedacht habe, eigentlich kannst du die Sachen auch selber fixen. Und da war das halt im Naheliegen, halt in die Entwicklung zu kommen. Das hat dann dazu geführt, dass ich dann halt peu à peu entsprechend anderen Dingen halt dann eingestiegen bin, wie die Arbeit hat mir dann hat viele Sachen, wollte ich gerne automatisieren aus Faulheit. Und so bin ich auch das Thema halt in Continuous Integration halt reingerutscht. Welche Rolle spielt Softwarearchitektur in deinem beruflichen Leben? Also vom Titel her würde ich mich nicht Softwarearchitekt nennen, aber ich bin der Meinung, dass wir als Softwareentwickler mal wieder Berührungspunkte mit Architektur haben. Also ohne geht's nicht, allein wenn man halt in großen Projekten arbeitet, dass man mit den Teams sich auseinandersetzen muss und halt eine übergreifende Architektur hat. Aber wenn man auch Continuous Integration oder Continuous Delivery machen möchte, dann muss die Architektur der Software auch dafür vorbereitet sein. Also das eine geht halt nicht ohne dem anderen. Was war dein schlimmster beruflicher Moment? Hat eigentlich jetzt mit IT nichts zu tun. Hat er eher damit, ob man Angestellter oder Freiberufler ist. Also mein schlimmster Moment in meinem Berufsleben war, wo man mir nachgesagt hat, ich wäre ja nur Freiberufler, weil ich als Angestellter halt keinen Job kriegen würde. Und das war entsprechend, wo ich mir gedacht hatte, rückblickend, dass das halt der schlimmste Moment war. Was ist die wichtigste nicht-technische Fertigkeit, die dir in deinem Beruf geholfen hat? Ich glaube, es sind zwei Fähigkeiten. Einmal, dass ich recht stoisch sein kann und hartnäckig. Also wenn jemand sagt halt, das geht nicht, dann laufe ich halt meistens in der Höchstform auf. Und zwar ist dann vielleicht die Lösung nicht, die ich mir halt am Anfang vorgestellt habe, aber es funktioniert halt dann aber meistens ein bisschen anders, als ich das mir gedacht habe. Aber zumindest hat man es ausprobiert. Und wenn es halt auch nicht immer gleich funktioniert, bekommt man neue Erkenntnisse, die dann helfen, vielleicht mal das ganze Ding nochmal zu überdenken. Auf welche beruflichen Ziele konzentrierst du dich derzeit? Also ein Ziel oder bestimmte Ziele verfolge ich nicht. Ich gehe eher dahin, dass ich halt Gelegenheit schaffe. Und wenn mir was gefällt, dann verfolge ich das den Weg halt weiter. Wenn nicht, dann schlage ich halt einen anderen Weg ein. Das ist nicht so, dass ich mich verbissen an irgendwas festhalte. Warum ich das so hingebe, denn am Anfang meiner Berufslaufbahn, wenn jemand gesagt hätte, dass ich mal freiberuflich unterwegs wäre, dann hätte ich es ihnen auch nicht geglaubt. Ich hatte eigentlich meine Zukunft in der Festanstellung gesehen. Deswegen war das eine große Lehre für mich. Was ist die Einschränkung an deinem Beruf? Ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt mit IT zu tun hat, aber das hat eher was mit dem der Tätigkeit als Selbstständiger zu tun, dass man halt Projekte halt eine Zeit lang verfolgt und nicht in eine Produktentwicklung halt einen längeren Zyklus. Was ich aber auch hier wieder als Vorteil sehe, dass man halt halt auch viele Einblicke halt kriegt. Nachteil ist halt, dass man längerfristig halt an einer Sache halt nicht dran bleiben kann. 3 Ratschläge an dein 18-jähriges Ich. Ich würde einfach sagen, mach genauso, wie du das gemacht hast. Also ich würde eigentlich, also eigentlich ist es ein blödes Wort, also ich würde es halt genauso tun, wie es auch. Immer dranbleiben, sich nicht beirren lassen. Wenn man steinigen Weg kriegt, dann vielleicht einen Umweg gehen, sich andere Verbündete suchen. Das wäre halt, was ich meinen 18-Jährigen mitgeben würde. Das wäre auch dasselbe, was ich halt den anderen Leuten mit auf den Weg geben würde, wenn sie generell
immer das verfolgen, auf was man Lust hat und wo man gut drin ist. Und wenn man Leute halt einen das malig machen möchte, sich halt andere Verbündete suchen. Was machst du in deiner Freizeit außerhalb der IT? Außerhalb der IT spiele ich gerne Schlagzeug, auch analog, also bewusst kein digitales Schlagzeug. War meine Sorge war, dass ich wieder mehr mit Computerkram mich beschäftige, als mit dem Schlagzeug spielen. Dann Brettspiele spiele ich gerne, die Snowboarden im Winter, im Sommer auch segeln. Viele Bücher lese ich, auch mal außerhalb der IT-Fachbücher, also auch Sachbücher oder Romane. Und zurzeit halt eher gerne so Science-Fiction. Und was auch zur Freizeitbeschäftigung gehört, mich halt gerne auch mit dem Daniel zusammen im Podcast Ready for Review. Vielen Dank.